Es ist mitten im Sommer, 26 Grad, und die Helmholtz-Klimainitiative meldet sich vom Strand an der Ostsee. Urlaub? Nein, nein, viel besser. Wir gehen jetzt auf so eine Art Schatzsuche. Das sind Angela und Teig vom Geomar in Kiel. Und die beiden suchen entlang der Ostseeküste nach ganz bestimmten natürlichen Kohlenstoffspeichern. Ihr kennt das ja von Wäldern und Mooren. Die Pflanzen atmen bei der Photosynthese CO2 ein und speichern es als Kohlenstoff in ihrer Biomasse. Und das ist natürlich wichtig fürs Klima. Aber Wälder machen das ja im Grunde nur so lange, wie sie auch wachsen. Und Moore? Naja, so viele intakte Moore haben wir ja gar nicht mehr. Da wäre es ja eigentlich ganz hilfreich, es gäbe noch ein weiteres Ökosystem, das Ähnliches leistet. Und das gibt's. Das haben wir nun meistens nicht so auf dem Schirm, weil das lieber unter der Oberfläche bleibt. Es geht nämlich um Seegraswiesen. Und genau das ist es, wonach Angela und Teig suchen. You see, they have a really thick canopy of leaves. Also sie haben ein richtig dichtes Blätterdach, das als Filter fungiert. Wenn die Partikel daran vorbeiströmen, werden sie davon eingefangen, setzen sich auf dem Meeresboden ab und sammeln sich dann im Laufe der Zeit an. Und wenn man dann den Untergrund betrachtet, ist es ein Netz aus Wurzeln und Wurzelstöcken. Es hält dieses Sediment wirklich intakt und verdichtet unter den Seegraswiesen. Und das führt auch zu diesem ziemlich sauerstoffarmen Sediment, in dem nur ganz wenige Mikroben sind, um es zu zersetzen. Where there's very little microbial degradation. Das heißt, Seegraswiesen speichern sowohl durch ihre Photosynthese als auch durch ihre Filterwirkung CO2. Und aufgrund der Bedingungen und Gegebenheiten im wurzeligen Sediment bleibt der Kohlenstoff eben auch langfristig dort. So we're at one point in time now. Also, wir sind jetzt an einem Moment in der Zeit und die Seegräser sitzen auf diesem Kohlenstoffvorrat. Also Kohlenstoff, den sie über viele, viele Jahre angehäuft haben. Fast schon seit Jahrhunderten bis Jahrtausenden, je nach Ort. Und wir versuchen herauszufinden, wie viel Kohlenstoff unter den Seegraswiesen jeweils gespeichert ist. Damit wollen wir berechnen, wie viel Kohlenstoff in Deutschland insgesamt gerade unter Seegraswiesen liegt. Und das machen sie, indem sie erstmal Sedimentproben nehmen. Im Labor werden die dann in verschiedene Schichten unterteilt, um zu untersuchen, wie viel Kohlenstoff aus pflanzlicher Herkunft sich in welcher dieser Schichten befindet und wie alt diese Schichten eigentlich sind. Denn daraus lassen sich nicht nur Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel Kohlenstoff die Seegraswiesen insgesamt speichern, sondern auch über welche Zeit sie wie viel Kohlenstoff aufnehmen. So. Wenn wir also wissen, wie schnell sie den Kohlenstoff aufnehmen bzw. einfangen und vergraben, können wir zum Beispiel sagen, dass wir durch die Wiederherstellung eines bestimmten Bereichs dieses Potenzial verdoppeln können. Dabei haben Seegraswiesen nicht nur das Potenzial, CO2 aufzunehmen und einzulagern. Es besteht leider auch das Risiko, dass dieser über so lange Zeit eingelagerte Kohlenstoff wieder freigesetzt wird, falls die Seegraswiesen absterben. So of course. If the seagrass was to disappear. Wenn das Seegras also verschwinden sollte, ist dieser Kohlenstoffvorrat natürlich erstmal noch da. Aber wenn die Küste von Stürmen und Wellenbewegungen getroffen wird, werden die Sedimente wieder gelöst, weil das dichte Blätterdach nicht mehr da ist, um sie zu schützen. Und wenn das Sediment dann aufgewirbelt wird und der Kohlenstoff auf die Art wieder in sauerstoffreichere Schichten kommt, dann kann er da halt auch wieder abgebaut werden und gelangt so wieder zurück in die Atmosphäre. Es gibt also wirklich diese Balance zwischen dem Schutz des Kohlenstoffbestands bzw. der Seegraswiesen und dem Versuch, die Seegraswiesen zu erweitern, beispielsweise durch Wiederherstellung des Meeresbodens und der Anpflanzung von Seegras. Seegras in kahle Bereiche umzupflanzen, wo früher mal Seegras war, aber inzwischen keins mehr ist. Also ja, einfach zu versuchen, dieses Kohlenstoffspeicherpotenzial zu verbessern. Und für diese Restaurierung hat sie eine interessante Idee aus einem ganz einfachen Grund. Der Flaschenhals dabei ist die Arbeitskraft. Und eine Lösung, die ich gerne in naher Zukunft angehen möchte, ist ein Citizen Science Projekt, bei dem wir sozusagen Unterwasser-Gemeinschaftsgärtnern. Also Teams von freiwilligen Tauchern und Schnorchlern aussenden, die die Seegräser einfach umpflanzen, von einem Ort an den anderen. Wie man das an Land in eigenen Gemeinschaftsgärten auch tun würde.
as you would do on land, just with your own community garden. Es ist also nicht einfach damit getan, die Seegraswiesen zu zählen und zu beobachten. Um sie und auch uns für die Zukunft zu rüsten, müssen wir sie schützen und ausbauen. Nicht nur, weil sie uns passiv dabei helfen, das Klima zu retten. Ich meine, das könnten wir gerade ganz gut gebrauchen. Nein, auch um sicherzustellen, dass der Kohlenstoff, der da unten ist, auch wirklich da unten bleibt.